Das Burgenland ist das erste Bundesland, in dem die flächendeckende Versorgung der Digitalfunkstationen mit mobilen Notstromaggregaten im Ernstfall gewährleistet ist, informierte Sicherheitsreferent Landeshauptmann Stellvertreter Johann Schürz in Bad Sauerbrunn. Die Kosten belaufen sich auf rund 80.000 Euro. Um weitere 6 auf nunmehr 66 Funkstationen wurde das Digitalfunknetz im Burgenland in den letzten Jahren ausgebaut. Als zentrales Kommunikationsnetz stehen die Stationen allen mit Sicherheitsaufgaben befassten Behörden und Organisationen zur Verfügung. Der 24-Stunden-Betrieb, die Wartung und Entstörung der Stationen erfolgt durch ausgebildete Techniker der Landessicherheitszentrale Burgenland. Das Funknetz dient zur Kommunikation zwischen den Einsatzkräften und zur Leitstelle der Landessicherheitszentrale ebenso wie zur Auslösung der Funksirenensteuerung der Feuerwehren sowie der Sturmwarnanlage am Neusiedlersee. Gut, vielen Dank. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt zur heutigen Pressekonferenz. Danke, Herr Bürgermeister. Danke, Ortsfeuerwehrkommandant, dass wir heute bei euch im Feuerwehrhaus sein dürfen. Und danke, Herr Geschäftsführer der Landessicherheitszentrale, dass wir heute sozusagen die Notstromversorgung präsentieren dürfen. Es ist natürlich ein ganz wichtiges Anliegen und mich freut natürlich, dass in der Landessicherheitszentrale insgesamt sehr viele Erneuerungen gibt. Da ist der neue Geschäftsführer ist drauf und dran, den Rechnungshofbericht abzuarbeiten. Und die heutige Pressekonferenz ist deshalb sehr wichtig, weil die Feuerwehr natürlich die erste Anlaufstelle für die Ortsbevölkerung ist, wenn Hilfe benötigt wird. Und die betreffenden Feuerwehren werden natürlich durch die LSZ alarmiert. Das ist ein Zusammenspiel von Sicherheitsagenten, die das Burgenland definitiv total sicher machen. Ja, die Funkversorgung ist natürlich eine wichtige Versorgung für die gesamte Rettungskette. Und was ich besonders natürlich erwähnen muss oder will, ist, dass Burgenland ist das einzige Bundesland, das die flächendeckende Funkversorgung durch Notstromaggregate im Ernstfall hat. Also das heißt, wir sind das einzige Bundesland, das hier wirklich flächendeckend mit Notstromaggregaten versorgt ist. Das ist unbedingt anzuführen. Wir haben im Burgenland natürlich auch einiges vor, weil auch hier steht Blackout. Ich möchte das nur kurz anreißen. Das heißt, die Feuerwehren werden ja zu Notfallszentren ausgebaut. Dazu wird es demnächst auch eine Pressekonferenz geben. Ich schätze mal, in ein, zwei Monaten werden wir die ersten Pilotprojekte haben. Nur ganz kurz, damit man sich auch ein Bild davon machen kann. Es ist so, dass diese Notfallszentren im Falle eines Notfalls, das ist, wenn der Strom ausgefallen ist, wenn es ein kleines Blackout gibt, dann ist die Feuerwehr oder das Feuerwehrgebäude die erste Anlaufstelle, wo sofort der Bürgermeister da ist. Der Bürgermeister hat ein Notfallhandbuch, wo er ganz genau weiß, was hat er zu tun im Notfall. Das heißt, da wird im Feuerwehrhaus werden First Responder da sein, im Feuerwehrhaus wird es eine ärztliche Versorgung geben. Es gibt das Zusammenspiel mit der Polizei. Die Feuerwehr ist ja sowieso da für Einsätze, die dann wirklich sehr notwendig sind. Und was besonders wichtig ist, ist natürlich auch, dass sozusagen eine Aktion Burgenländer helfen Burgenländer eingebunden wird. Das heißt, wenn man zum Beispiel den Ort Bad Sauerbrunn hernimmt, da gibt es sicher Krankenschwestern, da gibt es sicher Menschen, die gerne im Notfall helfen, die Bekleidungsstücke zur Verfügung stellen, eventuell Nahrungsmittel und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, dieses Blackout-Szenario und diese Notfallszentren werden in den nächsten Wochen präsentiert werden. Mir ist es besonders wichtig, dass heute der Herr Geschäftsführer der LSZ so quasi im Detail erklären kann, was das auf sich hat. Also von den 66 Notfall-BOS-Stationen sind, glaube ich, 45 jetzt schon Notstrom versorgt. Also das heißt, da geht wirklich einiges weiter. Und ich möchte jetzt den Herrn Bürgermeister seine Ausführungen bitten. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott heute hier bei uns in Bad Sauerbrunn zu der Pressekonferenz. Also als Vertreter der Gemeinde, als Bürgermeister, kann ich hier nur voll zustimmen. Die Feuerwehr ist eine wirklich wichtige Organisation in der Gemeinde und wir können, glaube ich, mit Stolz darauf verweisen, dass wir in ganz Österreich und hier speziell im Burgenland top ausgebildete Feuerwehrleute, Frauen und Männer haben, die wirklich auf hohem Niveau hier arbeiten.
Die Feuerwehr ist ja ein Kommunikationszentrum mittlerweile in vielen Gemeinden geworden und daher ist es genau das, was hier jetzt vorangetrieben wird, ganz wichtig für die Gemeinden auch und über die Gemeinden hinaus natürlich für das ganze Land. Denn sollte es ein Szenario geben, wo wirklich über längere Zeit der Strom ausfällt, dann ist es wichtig, dass man weiter kommunizieren kann. Und in diesem Fall mit diesem Vorgehen hier und mit diesen Notstromaggregaten, so wie wir es hier da vorne sehen, kann die Feuerwehr mal die ganzen Funkstationen aufrechterhalten. In weiterer Folge ist die Feuerwehr eine Anlaufstelle für alle Ortsbewohner, damit man sich hier Informationen holen kann, damit man sich hier auch informieren kann, wie schaut es aus, was ist los. Die Feuerwehr ist sehr gut aufgestellt, wie gesagt, im ganzen Land und das widerspiegelt sich hier natürlich auch bei uns hier in Bad Sauerbrunn. Man muss hier diesen ganzen Freiwilligen wirklich danken, die sich hier Tag für Tag einsetzen und die 365 Tage im Jahr, 24 Stunden dort reinlaufen, wo andere rauslaufen. Also in diesem Sinne ist das hier eine sehr gute Ergänzung, wo die Feuerwehr sich voll einbringen kann und wo man das hier auch weiter ausbauen kann. Das Thema, was auch das in Zukunft kommen wird, das Leuchtturmprojekt, dass man dann hier darauf aufbauen kann. Aber das wird sicher jetzt der Herr Spule dann im Detail genauer berichten. Dankeschön, Herr Bürgermeister. Ja, grüß Gott auch von meiner Seite. Ganz grundsätzlich, die Landessicherheitszentrale ist ja für den Betrieb des Digitalfunknetzes BOS Austria im Burgenland verantwortlich. Betrieb heißt Entstörung, Wartung und Instandhaltung der Standorte. Wir haben in den letzten beiden Jahren 6 zusätzliche Standorte im Burgenland gebaut. Das heißt, wir haben jetzt im Burgenland einen Vollausbau des Digitalfunknetzes mit 66 Stationen und haben damit eine flächendeckende Versorgung des gesamten Bundeslandes. Ganz allgemein auch noch dazu, der Aufbau und Betrieb dieses Netzes erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Inneres und da ist die LSZ auch in verschiedensten Gremien vertreten. Das Funknetz wird zur Kommunikation zwischen den Einsatzkräften und auch zur Kommunikation zwischen den Einsatzkräften und der Leitstelle verwendet. Und darüber hinaus wird das Netz auch verwendet zur Auslösung der Funksirenensteuerungen. Das heißt, die Auslösung der Sirene selbst erfolgt auch über dieses Netz, beziehungsweise auch zur Auslösung der Sturmwarnanlagen am Neusiedlersee. Also das wird nicht nur zur Kommunikation, sondern auch zur Steuerung von Sicherheits- und Warneinrichtungen verwendet. Darüber hinaus verwendet dieses Netz auch die Straßenverwaltung, die ASFINAG oder Organisationen wie zum Beispiel auch die Energie Burgenland. Und da sieht man schon, dass das ein ganz wichtiges und zentrales Kommunikationsmittel ist, nicht nur zwischen den Einsatzkräften, sondern auch zwischen anderen Organisationen, die hier wie zum Beispiel die Energie Burgenland auch einen entsprechenden Versorgungsauftrag haben. Bei so einem zentralen Kommunikationsnetz ist natürlich die Ausfallsicherheit ein wesentliches Merkmal und da ist es so, dass das Netz an sich schon sehr gut aufgestellt ist mit unterbrechungsfreien Stromversorgungen. Wir haben jetzt noch einen zusätzlichen Schritt gesetzt und haben 45 dieser 66 Standorte mit einem Notstromaggregat ausgestattet. Konkret heißt das, dass wir in 45 Gemeinden gemeinsam mit der Feuerwehr, und das freut mich auch sehr, dass es hier eine so enge Kooperation zwischen der Landessicherheitszentrale und den Feuerwehren gibt, haben wir Notstromaggregate in diese Feuerwehrhäuser gebracht, haben die Feuerwehren geschult, dass im Blackout-Fall, im Fall, dass kein Strom über einen längeren Zeitraum vorhanden ist, die Feuerwehren dann zum Standort hinfahren, zu dem Digitalfunkstandort und den Standort entsprechend mit Strom versorgen können. Und das wiederum bedeutet, dass einfach die Handlungsfähigkeit über die Kommunikation zwischen Einsatzkräften und der Leitstelle einfach sichergestellt ist. Die Feuerwehren sind natürlich auch angehalten, entsprechenden Treibstoffvorrat hier vorzuhalten. Das ist natürlich eine Voraussetzung für diese Notstromaggregate auch. Und abschließend kann man dazu sagen, wir haben 100% Funkversorgung im Burgenland. Wir haben jetzt eine 100%ige Versorgung, auch im Blackout-Fall. Die 45 der 66 Stationen bedeuten schon eine komplette Versorgung. Das heißt, auch da sind wir jetzt komplett im Endausbau. Und wie gesagt, es freut mich sehr, dass das gemeinsam mit den Feuerwehren gelungen ist, hier diese Kooperation auch so zu machen, dass man im Anlassfall handlungsfähig bleibt. Ja, danke.